Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal ein englischer Klassiker und zwar Roast Potatoes. Dafür brauchen wir vorwiegend festkochende Kartoffeln. Ich habe jetzt hier Laura, Pfeffer, das ist Gänsefett, Salz, Knoblauch, Backpulver und ein, zwei Rosmarin. Wir machen englische Roast Potatoes. Wo ist der Unterschied zu zum Beispiel, sagen wir mal, Rosmarinkartoffeln? Rosmarinkartoffeln schneidet ihr, haut sie ins Rohr, fertig. Die hier werden zuerst gekocht. Da ist erstmal die Sorte wichtig. In England nimmt man sehr gerne sehr mehlige Kartoffeln, die aber einen guten Halt haben. Die kriegt man hier nicht. Ja, ich habe das schon mal in England gemacht. Da wurden die tatsächlich noch ein bisschen besser. Ich nehme jetzt hier vorwiegend festkochende. Ihr könnt auch mehlige verwenden, aber die fallen euch manchmal ein bisschen zu viel dann auseinander nach dem Kochen. Jetzt ist wichtig, dass ihr die so schneidet, dass die relativ viele so Ecken haben. Ja, also nicht im Ganzen da reinlegen, sondern ruhig so ein bisschen schief schneiden. Ja, und schauen, dass die halt eben an den Ecken werden die nachher so richtig schön mehlig. Ja, und das wird so ultra knusprig. Es ist eine sehr, sehr zeitaufwendige Geschichte. Also viel zeitaufwendiger, als wenn ihr jetzt Rosmarinkartoffeln macht. Aber schmeckt tausendmal besser, wirklich. Das müsst ihr mal ausprobieren zu Hause. Gerade wenn ihr jetzt irgendwie die Engländer sagen dazu Sunday Roast, also so ein Lammbraten oder so macht. Das ist Wahnsinn, ja. Es ist super lecker. Also wenn ihr große kriegt, ist es sogar noch besser. Das ist die optimale Form, ja, weil dann habt ihr sehr, sehr viele von diesen Ecken, von denen ich gerade erzählt habe. Meine sind jetzt fast ein bisschen zu klein, ja, deswegen kann ich sie nur halbieren, weil sonst die Garzeit zu lang wird im Verhältnis zur Größe der Kartoffel. Die Laura, ich habe mal noch mal schnell eine geholt, nur dass ihr die mal gesehen habt, das ist so eine rote Kartoffel, ja. Und das ist, in meinen Augen ist das dafür die beste, ja, weil die richtig schön knusprig wird und trotzdem noch ein bisschen mehlig ist. Die letzten zwei noch. Und jetzt werde ich die in einem gut gesalzenen Wasser kochen. Und zwar, ihr müsst sie so weit kochen, dass sie gar ist, aber nicht überkocht. Also fast verkocht, sage ich mal. Ja, das ist das Lustige an dem Rezept. Man kocht sie viel weiter, als man sie eigentlich kochen muss. Und dann, ich zeige euch das dann nachher, wie sie aussehen sollen. Die sollen so eine mehlige Haut bekommen. Ja? Jetzt habe ich das Wasser schon gut gesalzen. Leider die Kamera noch nicht angemacht gehabt, aber das könnt ihr euch ja vorstellen. Also richtig schön salzig. Dann gebe ich die Kartoffeln rein. Dann als kleinen Trick noch ein bisschen Backpulver dazu oder Natron. Könnt ihr nehmen, was ihr zu Hause habt. Gerade so ein bisschen. Das macht die Oberfläche auch nochmal ein bisschen rauer. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Ja? Und dann kann ich dieses Gänsefett, das könnt ihr im Internet bestellen oder im guten Supermarkt findet ihr es auch schon. Ja? Das ist was ganz Besonderes. Das schmecken die halt dann richtig geil. Ihr könnt auch ein Rinderfett nehmen. Rein theoretisch auch ein anderes Fett. Aber probiert es mal mit so einem, also wenn ihr jetzt keine Vegetarier seid, mit so einem tierischen Fett, ja, also so ein Schmalz. Wenn ihr Vegetarier seid, geht Butterschmalz zum Beispiel auch, schmeckt auch toll. Aber ich gebe das jetzt hier rein und mache das dann im Ofen. Leider muss ich da relativ viel von verwenden. Ja. Also ich brauche schon so 200, 250 Gramm. Das lässt sich aber ganz gut wiederverwenden. Ja. Das könnt ihr dann ab durch den Sieb schütten, ja, und beim nächsten Mal nochmal verwenden. Tut das einfach im Kühlschrank, das hält super. Und das gebe ich jetzt ins Rohr bei 180 Grad und lasse es richtig schön heiß werden, das Fett, während die Kartoffeln mir hier kochen. Die brauchen ungefähr 35 Minuten, ja, dass sie richtig schön durchgekocht sind. Und dann sehen wir uns gleich. Ich habe sie sogar 40 Minuten kochen lassen, 40 Minuten später. Ich schütze sie jetzt ab. Die sind schon auf der weicheren Seite. Ja. Ihr müsst jetzt ein bisschen vorsichtig sein beim Abschütten. Nicht so viel Schwung, ja, dass sie euch nicht alle zerbrechen. Langsam in das Sieb reingeben. Jetzt schaut mal her. Jetzt müsst ihr die Kartoffeln, so wie die sind, so ein bisschen ausdampfen lassen. Ja, wir wollen jetzt, dass die Feuchtigkeit rausgeht. Das passiert jetzt von ganz alleine. Ich habe den Ventilator angemacht, ja, damit ihr auch noch was seht und nicht die ganze Kamera voller Dampf ist. Und ihr seht jetzt schon, wie das langsam anfängt, dass diese mehligen Stellen zum Vorschein kommen. Ja. Wenn das noch ein bisschen zu wenig ist, dann schüttelt ihr die so ganz leicht. Also wirklich ganz vorsichtig und behutsam. Und das ist das, was ich meine. Ja, diese Ecken, die jetzt so ein bisschen aufbrechen. Wir lassen das Ganze jetzt 10 Minuten ausdämpfen und dann kommen die in das heiße Fett. Ungefähr 10 Minuten später, jetzt seht ihr schon, was ich vorher gemeint habe. Ja, die sehen jetzt so richtig rau aus. Genau so wollen wir sie. Sie sind kurz vorm Zerfallen. Ihr seht, ein paar kleine Stückchen sind auch schon abgefallen. Macht überhaupt gar nichts. Es gibt so kleine, wie so Krammeln, ja, die dann da mit drin liegen. Das macht es richtig schön knusprig und lecker. Jetzt hole ich mal das Fett aus dem Ofen. Das ist jetzt richtig gut heiß. Ja. Seid bitte vorsichtig, das ist sauheiß. Ja, wenn es aus dem Ofen kommt, das war jetzt bei 170 Grad drinnen, ungefähr 25 Minuten. Und jetzt geht er her und schwenkt die Kartoffeln einmal so in dem Fett. Die sollen jetzt also von allen Seiten einmal hier
in dem Fett gewendet sein. Nicht so schlimm heiß, wie ich dachte. Naja. So, aber jetzt schaut her. Genau so soll das aussehen. Warum habe ich vorher gemeint, zeitaufwendig? Ihr müsst die jetzt erst 35 Minuten kochen. Und jetzt kommen die noch mal fast eine Stunde ins Rohr rein. Ne? Also einmal schön wenden. Ich mache es jetzt mal ein bisschen mit den Fingern, damit es etwas schneller geht. Hier gehen jetzt mal ganz liebe Grüße raus an meinen Freund Paul. Der ist auch ein treuer Abonnent vom Kanal und ein guter alter Freund von mir. Und der hat mir bei dem Rezept auch ein bisschen geholfen, weil der ist nämlich Engländer. Ja, und der hat mir ein paar kleine Tricks verraten. Liebe Grüße, Paul. So, und wenn ihr das jetzt hier so gewendet habt, es ist wichtig, dass ihr das davor gut salzt. Ja? Bei 180 Grad ins Rohr und immer wieder so alle 20 Minuten mal die Kartoffeln drehen und alle 15 Minuten, dass die richtig schön goldgelb werden. Ja? Vergesst mal nicht zu abonnieren, zu liken und einen Daumen hoch zu geben und euren Freunden zu erzählen, das wäre ganz lieb. Ab ins Rohr, nach 50 Minuten zeige ich es euch, da geben wir die Aromaten dazu, den Knoblauch und den Rosmarin. Das, wenn wir zu früh machen, ja, dann verbrennt uns das, dann ist der ganze Rosmaringeschmack raus, dann können wir es auch sein lassen. Bei den Rosmarinkartoffeln zum Beispiel, wenn man das gleich am Anfang mit dazu gibt, passiert es auch oft, dass sie am Schluss nur noch ganz bisschen nach Rosmarin schmecken. Wir wollen richtig schönes Aroma dran haben, deswegen ab damit ins Rohr und ich zeige es euch gleich, wenn wir die Aromaten dazu geben. So, meine Lieben, jetzt schaut mal her. Ich habe leider ein bisschen versagt. Ich habe die Kameras nicht laufen lassen, wie ich den Knoblauch und den Rosmarin dazugegeben habe. Ungefähr 10 Minuten vor Ende habe ich die mit reingegeben. Hier duftet die ganze Küche nach Knoblauch und Rosmarin. Das ist genau das, was wir wollen. Und jetzt schaut euch doch mal diese Roast Potatoes an. Also im Vergleich zu diesen Ofenkartoffeln, die ihr normalerweise kennt. Also, die sind jetzt durch dieses Mehlige, das wir da außen an den Rändern haben, haben die diese richtig geile Kruste entwickelt. Ich glaube, ihr seht den Unterschied zwischen dem und Rosmarinkartoffeln, oder? Und jetzt geht ihr her und legt die einfach noch mal kurz auf ein Küchentuch, dass die ein bisschen so abtropfen können. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt was für jeden Tag. Ja, das ist was Besonderes. Hat natürlich schon ein bisschen Kalorien. Sieht man ja, dieses Fett, was ihr jetzt hier seht, auf gar keinen Fall wegschmeißen. Ja, das gebt ihr am besten durch ein feines Sieb durch und hebt es auf fürs nächste Mal. Es ist nämlich super lecker. Ihr könnt es jetzt auch hervorragend nehmen, um irgendwelche Steaks anzubraten, Entenkeulen oder so. Je nachdem, was ihr macht, ihr könnt, in England sagt man dazu Beef Trippen. Da nehmt ihr dann ein Rinderfett dazu her. Das ist auch echt super, super lecker. Das machen die Engländer im Allgemeinen gerne für ihre Pommes. Und die Belgier machen das auch, soweit ich weiß. Und das könnt ihr dann auch super zum Anbraten von den Steaks hernehmen und so. Den Knoblauch auch nicht weggeben. Und das habe ich ja vorher gemeint, diese kleinen Crunchies hier. Die wollen wir natürlich auch haben. Ja. Jetzt weiß ich nicht so ganz, ob ich mich schon trauen kann, eine zu probieren, weil die natürlich jetzt sehr, sehr heiß sind. Aber ich will euch zumindest mal eine von innen zeigen. Ach, es tut mir so leid. Ihr dürft nicht probieren, ich darf. Jetzt schaut mal her. Ach ja, da oben kommt gerade die Glocke zum Vorschein. Seid so lieb, drückt auf die Glocke, kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt guckt mal her. Der Witz an diesen Roast Potatoes ist jetzt, dass die in der Mitte total fluffy sind und außen richtig, richtig schön knusprig. Ich traue mich jetzt mal eine zu probieren, auch wenn die wirklich noch so heiß sind bestimmt, weil sie gerade erst aus dem Ofen kommen. Macht es mal für eure Familie nach. Ich sage euch, an so einem Sonntag schönen Braten dazu. Gibt nichts Besseres. Hört ihr es? Vorsicht, heiß. Selbst ich, der normalerweise sehr heiß essen kann, sind schon noch gut heiß, aber die schmecken so saulecker. Die haben jetzt so einen leichten Entengeschmack, das würde natürlich jetzt besser zu einem Geflügelgericht passen. Ja, also wenn ihr jetzt eine Gans gebraten habt oder eine Ente gebraten habt, ist das natürlich besser vom Geschmacklichen her. Ihr solltet dann für das Garen immer das Fett nehmen, was ihr dann auch in dem Hauptbestandteil habt. Ja, wenn ihr Lamm, ist schwierig Lammfett zu bekommen, aber dann nehmt ihr dann natürlich lieber ein Rind, bevor ihr jetzt irgendwie ein Geflügel nehmt. Ja, sonst habt ihr so ein bisschen so einen komischen Beigeschmack. Ja. Probiert es zu Hause aus. Die schmecken mega geil, die sind mega knusprig geworden. Ich glaube, ihr könnt es sehen, dass das was anderes ist, als wenn man sie nur ins Ohr schiebt. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit bei euren Roast Potatoes. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder um 11 Uhr. Wie gewohnt, macht es nach, habt Spaß dabei, macht es gut. Ciao, Servus.